Okay, wir sind zurück aus der Werbepause. Für die Leute, die vielleicht gerade nicht mitbekommen haben, was passiert ist, Gino und ich haben uns vorgenommen, Minecraft Hardcore zu spielen und bei unserem ersten Tod endet die erste Staffel und ich bin letzte Nacht an einem Skelett gestorben. An dem ersten Skelett, was ich gesehen habe. So, jetzt erstmal, ich mache mal die Hard Facts und dann kommen die Optionen für euch. Also, Punkt 1. Ich bin gestorben. Das bedeutet, es wird ein 24-Stunden-Event mit Gino und mir geben. So. Soweit sind wir alle safe. Ja? Sind wir alle d'accord. So, jetzt kommt die Option für euch. Ihr dürft jetzt entscheiden. Also, das 24-Stunden-Event kommt so oder so. Ihr entscheidet jetzt, ist es jetzt vorbei? Wir machen den Stream aus, gehen alle nach Hause und es wird erst eine zweite Staffel geben, wenn das 24-Stunden-Event vorbei ist. Oder wir beginnen jetzt mit der zweiten Staffel. Das würde aber bedeuten, neue Welt, alles von vorne, nur Gino und ich. Mit einer zusätzlichen Strafe. Und dann kommt eine neue Strafe dazu. Das 24-Stunden-Event habt ihr safe. Das bekommt ihr so oder so. Ich bin gestorben. Die Frage ist, wann das kommt. Halt, ne? Genau, die Frage ist, sobald wir halt können. Das kann halt auch erst im Dezember, Januar sein, je nachdem, wann wir halt beide 24 Stunden kommt, können. Es kommt auf jeden Fall, versprochen. 100% ist es versprochen. Also Leute sagen alle Staffel 2 jetzt. So, ja, ich will es aber offiziell machen, weil ich will nicht, okay, dass es... unsere Mods nochmal. Genau, wir brauchen ein Straw-Poll, damit das halt safe ist, weil ich will hier nichts machen, wo ihr dann sagt, nee, das ist scheiße. Ja? Weil die Community ist sehr wichtig und die sollen entscheiden. Nein, das ist mir wirklich wichtig, weil ich habe keinen Bock, weil sonst wäre Verarschung. Dann sagen die Leute, ja toll, der ist gestorben, spiel aber weiter, das ist mir egal. Ja, ja. Also. Straw-Poll ist offen. Wobei, die originale Idee war ja, erst nach unserer Strafe kommt das Event. Jetzt ist natürlich, dass wir mitten, also dass wir nach einer halben Stunde sterben, hätte ich nicht. Ich auch nicht. Es tut mir auch mega leid. Ich ärgere mich gerade am meisten über mich selbst. Was ist denn die Strafe der zweiten Staffel? Das können wir, man könnte das ja so kooperieren, dass man die zweite Staffel, dann machen wir statt ein 24-Stunden-Event zusätzlich müssen wir während des Events, muss Matteo, könnte eine Strafe sein, 1000 Liegestütze machen innerhalb von 24 Stunden. Das könnte ja die Strafe der zweiten Staffel sein. Okay, das könnte sein. Aber sowas könnte man ja sagen. Ja, machen wir es erstmal so, dass wir erstmal abstimmen, ob wir überhaupt weiterspielen, die zweite Staffel. Ob die zweite Staffel jetzt beginnt. Ja? Okay. Dann müsste ich auch mal, ich weiß nicht, ob die... Straw-Poll läuft schon. Ich weiß nicht, ob die Rocket Miners gerade zuhören. Ich gehe mal in den Chat rein, weil die müssen uns dann wieder... Die müssen uns dann wieder auf diesen Server setzen... Mit allem Reset, also alles ist weg. Ja? 420 Stunden Event. Ja, genau. 420 Event. Okay, also erstmal, wir warten den Straw-Poll ab und in dieser Zeit können die Rocket Miners ja schon mal das für uns vielleicht machen. Die müssen uns ja einfach nur, die können uns von mir aus auch in dieselbe Welt setzen, nur andere Spawn-Punkte. Ist das möglich? Ich weiß halt, ich habe gerade. Die armen Rocket Miners. Es tut mir halt auch super Mühe, leid. Die sich gemacht, ja, aber die haben. Können die, diese Symbole kann man umsetzen. Ja? Und die werden wir auch benutzen fürs Intro. Das tut mir halt mega leid, ganz ehrlich. Ich wusste, ich habe halt Panik, ne? Ich hatte mega Panik. Da war diese Höhle, ich habe das Skelett gesehen, dachte, und als du geschrien hast, ich habe nur noch 3 Leben, dachte ich, oh mein Gott, ich muss Gino retten. Weißt du, was du gemacht hast? Du hast den Niklas aus CS in Minecraft gemacht. Richtig, Panik. Der Panik-Aggro. Ich bin einfach weggelaufen. Ich bin einfach Das war die beste Entscheidung. Schnell weggelaufen. Ich wusste nicht genau, was passiert. Ich hab's nicht mehr was gesehen. Ohne Scheiß. Du hast nur gesagt, Skelett. Ja. Ich dann so, fuck, ich hab nur noch 3 Herzen. Schnell weg. So weg. Und du warst plötzlich dann tot. Und er hat auch einen verzauberten Bogen, deswegen bin ich halt so schnell gerippt. Aber warum bist du denn nicht weggerannt? Ja, weil ich dachte, ich will dich retten. Weil ich dachte, du bist fast im Arsch. Und dann habe ich auf ihn draufgekommen. Ich dachte halt, du bist doch da. Du bist halt mega der. Ja, ich weiß. Mega gut. Also aktuell sieht so aus, als ob ihr leider mit der zweiten Staffel anfangen müsst. Okay, wir warten jetzt nur ein bisschen kurz ab. Bevor wir die zweite Staffel anfangen können, brauchen wir Strafen. Wir müssen... Okay, das heißt... Oder während der ersten Folge der zweiten Staffel müssen schon die 4 Strafen jetzt ausgewählt werden. Ja, über Twitter. Es könnte nämlich schon sein, dass wir in der ersten Nacht sterben, weil wir Leon nicht dabei haben. Das heißt, wir überlegen uns jetzt 3 Strafen... Und ihr könnt daraus wählen und die mache ich dann auf Twitter. Ich finde gerade übrigens unseren Bonjour-Slack sehr witzig. Hahaha, diese Keks. Lol, lol, lol. Perfekt, jetzt müsste Niklas reinkommen. Also du bist sehr beliebt gerade hier bei uns. Ja, sorry, ey. Es tut mir wirklich leid. So, also. Du bitte Strafen, du bitte Strafen. Und der Chat darf mit überlegen. Jens, lest mal bitte die besten Strafen vor. Eure, aber humanen. Irgendwas, was vielleicht...
natürlich für, ja. Ja, und ich will nicht sagen nützlich also ist, aber irgendwas Cooles. Also die meisten wollen auch eine Instant-Strafe für dich, weil du so schlecht warst. Ja, das vielleicht war ich stumm mit Unterwäsche. Nee, das können wir erst in der nächsten Staffel machen, weil auf diese Staffel hatten wir uns geeinigt, 24 Stunden. Das machen wir auf jeden Fall. Ja. Aber ihr könnt eure Strafen, also Strafenideen, könnt ihr jetzt in den Chat posten für die zweite Staffel. Die können während des Events passieren. Das kann irgendeine absurde, coole Strafe sein. Ja, aber bitte nichts permanente Schmerzen, keine ja. Herr der Ringe-Teile alle allein im Stück das schauen. Das ist gut. Das ist richtig gut. Ey, ich aber wir können das nicht streamen. Nein, wir können aber ihn wir können Reaktionen filmen. Man könnte sozusagen aber wer will das denn gucken, so eine Scheiße? Neun Stunden am Stück. Okay, wenn der Chat es will, mache ich das. 9 Stunden am Stück. Und ich muss wach bleiben. Und deine Reaction darauf. Okay, einfach so mein Facecam und ich gucke 9 Stunden Herr der Ringe. Das Schlammeringe. Okay. Eine Stunde Fußmassage für den, der überlebt. Ich finde 9 Stunden Herr der Ringe finde ich eigentlich ganz witzig. Okay. Und den Hobbit. Ja! 12 Stunden lang. Oh, das wäre wie gut. Und zwischendurch kommen Niklas und Theo jetzt so rein, essen Chips und gehen wieder raus. Und das können wir echt machen als Strafe dafür, dass ich die ganzen Filme nicht gesehen habe. Weil das war ja der Anfang von dem Gespräch, weswegen wir eigentlich dann darunter sind. Ah, verdammt. Audio Flick mit Mantel, jetzt please. Okay. Hast du das noch nie gesehen? Ich bin immer eingeschlafen, jedes Mal. Oder du darfst nicht einschlafen. Wir können doch auch, eine Strafe wäre doch auch Super Mario 64 spielen. Können wir auch machen. Ja, aber das ist keine Strafe. Das ist keine Strafe. Ja gut, Herr der Ringe gucken ist ja, auch... Ja, aber am Stück, 9 Stunden, du bist halt danach so brainfucked. Ja, ich bin dann 9 Stunden Film gucken in schon. In einem Wochenende Super Mario 65 durchspielen. Ja gut, kann man auch ein bisschen. Das ist ja so wie ein 4-2-Stunden-Event. Ne? Ich formuliere jetzt erstmal den Tweet. Herr der Ringe extended hat aber 12 Stunden. Die Leute sagen auch 9 Stunden RTL 2 gucken. Das ist auch eine Möglichkeit. Dann ist es, Leute. Kubabs, ja, es ist jemand gestorben und zwar Matteo. Ja, jetzt sind 12 Stunden, Herr der Ringe, ja, 12 Stunden. Ich kann mal kurz gucken, ob hier ein paar Subs haben. Ja, und zwar, oh, guck mal hier. Puma, oh Gott, was ist das denn für ein Name? Puma behält Derge. Puma hält Ger, ich verstehe den Namen nicht. Du hast 17 Monate gesubbt, was geht mit dir ab, oder? Alter, vielen Dank. Damn. Und Backstöre. Oder Backstöre. Hat auch subscribbled. Schlammring im See von Klimansland, Metal vs. Gino. Ja, aber das ist ja... Nein. Für Matteo ist es ja keine Strafe. Genau, es ist eine Belohnung. Stressabbau hat gerade auch noch Just Now subscribed. Nice, danke. Herr der Ringe plus Hobbit. Ja, wir können das ja als Strafe in deinem... Also Matteo verfasst jetzt einen Tweet. Ihr könnt jetzt auf Mental Mimikry auf Twitter gehen. Und dann eine der drei Strafen, die Matteo gleich auswählt. Also müssen die Optionen erstmal. Ihr könnt bitte noch weitere Strafen in den Chat posten. Genau, weitere Strafen. Hier steht Strafen. Auch GZSZ-Marathon als Strafe. Mhm. Oh, ist auch noch möglich. Aber ihr könnt auch Sachen vorschlagen, die euch was bringen. Ihr habt ja keinen Bock, mir beim GZSZ-Marathon zuzusehen. Also ich finde, Herr der Ringe ist schon cool. Da kann man währenddessen vielleicht noch was irgendwas Cooles machen oder so. Aber Stand-up im Kino? Nein, das mache ich nicht. Sollen ja Sachen. Ja, und was Gino machen muss, das sind eure Strafen. Ich meine, stimmt ihr Gino? Ihr könnt die Strafe. Die Strafe der zweiten Staffel ist auch wieder für uns beide, ja? Nur weil ich gestorben bin, ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt alle. Nein, Gino, du musst es mitmachen. Wenn ich Herr der Ringe gucken muss, dann musst du mit mir Herr der Ringe gucken. Sonst kannst du ja einfach die zweite Staffel einfach so spielen. Stimmt. Okay, ja, das geht so nicht. Ihr könnt sowohl Einzelstrafen, entweder Gino, wenn der stirbt, muss das, Matteo, wenn der stirbt, muss das, oder halt sowas wie 24-Stunden-Event, wenn einer von denen stirbt, muss das. Okay, mit Herr der Ringe könnte man tatsächlich zu zweit machen. Das heißt, wir setzen uns hin, man sieht einfach nur uns, wie wir essen und chillen und schnacken. Und Herr wir der können Ringe, ja mit dem Chat gucken, reden und so. Mit Chat und reden, unterhalten genau. uns mit euch. Eine und Glatze rasieren. Glatze rasieren. Was? Nein. Nee, ey, nicht zu krass. Ich hab eine gute Idee, das ist jetzt aber von mir. Und zwar, ihr müsst euch wie der Clown anmalen lassen. Als Zusatzstrafe. Und oder dann. So. Während was. Ja, aber dann was so machen. Nicht einfach nur schminken, ich will auch und was machen. Und dann einkaufen. Und dann zocken. Gehen. Okay, ich auch einkaufen. Kaltwachstreifen. Okay, also erstmal. Der Bart muss weg. Oh, Bart ja, muss aber weg. Wir brauchen Strafen für beide. Was ist dann deine Strafe? Augenbrauen weg oder was? Boah, das ist. Moment. Ja, also. Mein Bart kommt nicht weg. Matthäus Bart muss weg, ist eine gute Strafe. Glatze ist gut, aber Glatze will ich nicht. Ja, siehst du, nee, wir machen keine Glatze. Also, erste ist Herr der Ringe Marathon. Wir beide, immer wir beide, ja? Ja, ist gut hier. Herr der Ringe Marathon von Tobak 1887 und wenn jedes Mal, wenn Ring gesagt wird, 10 Liegestütze.
Oh, okay, das ist gut. Also Herr der Ringe-Marathon, Untertitel, jetzt haben wir einen Ring, kommt aber nur du dann. Also das ist dann ein Zusatz für dich. Okay, das ist die Zusatzstrafe für mich. Okay, das machen wir. Also, Herr der Ringe-Marathon, ja, und jedes Mal, wenn Ring gesagt wird, muss ich 10 Liegestütze machen. Alter, du wirst so sterben. Sagen die oft Ring bei Herr der Ringe? Moment, aber Herr der Ringe-Marathon ist eine... Nee, Moment. Das gehört dazu, das ist meine Bonusstrafe, weil ich so dumm gestorben bin. Okay, die musst du so oder so machen, sagen wir mal. Die müssen die Leute nicht mehr wählen. Das heißt, wenn Herr der Ringe-Marathon kommt, dann musst du eine Liegestütze machen. Okay, was ist Strafe 2? Lauf und Sauf. Ja, ist das eine Strafe? Das ist auf jeden Fall eine krasse Strafe. Wir spielen Jump'n'Run und immer wenn wir sterben, müssen wir einen kurzen trinken. Kennst du das? Ja, natürlich. Ja, das spielen wir. Lauf und Sauf ist gekauft. Lauf und Sauf. Warte mal, wir spielen Jump'n'Run, was du noch nie gespielt hast. Super Mario. Das ist es. Und jedes Mal, wenn einer von uns beiden stirbt, müssen wir einen kurzen trinken. Spielt ihr dann abwechselnd? Immer abwechselnd. Ja, derjenige, der stirbt, muss dann einen trinken. Genau, ja, genau. Er spielt, wenn er stirbt, kurzen. Dann muss ich spielen, und wie lange sterbe, spielen wir kurzen. Das denn? Bis einer tot ist. 4 Stunden oder was? Bis einer tot ist. Bis wir es durchhaben oder der Schnaps. Bis wir es durchhaben? Sich verarschen. Bis wir es durchhaben. Der Chat, also lauf uns auf, wie die genauen Regeln. Trink mal Twitch ist nicht. Ja, Wasser. Wir trinken Wasser. Wir trinken Wasser. Trinken Wasser, keine Sorge, wir trinken Wasser. 1 Liter Sauerkrautsaft. Wir könnten es auch so machen, jedes Mal, wenn einer stirbt, muss er irgendwas Scharfes essen oder sowas. Weißt du, das darf man auf Twitch. Sagen viele Leute, dass man das nicht darf auf Twitch. Essen darf man aber. Ja, dann machen wir Essen. Also wir machen so Lauf und Sauf, aber das könnte auch, wenn wir Sauf nicht durchkriegen, dann machen wir Wasabi-Sushi essen. Dann machen wir so eine riesige Sushi-Platte und essen halt scharfes Wasabi, jedes Mal. Oh, da brennst du dir doch alles ab, Alter. Ja, muss man nicht sterben, sagt der Richtige hier gerade. Okay, Lauf und Sauf. Dann halt nur als VOD auf YouTube, ging ja auch. Stimmt. Also Lauf und Sauf. Lauf und Sauf, nicht live. Und vor allem ist eigentlich auch ganz gut, dass es nicht live ist, weil dann können wir später cutten, falls wir uns ausziehen und uns miteinander schlafen, weil wir einmal betrunken sind. Okay, Lauf und Sauf. Raus, nur dann, wenn wir okay, wir haben schlafen. Herr der Ringe-Marathon mit Liegestützen bei Ringe. Wir haben Lauf und Sauf, also Jump'n'Run und jedes Mal, wenn wir sterben, kurzen trinken. Und jetzt brauchen wir noch eine dritte Strafe. Das dritte. Wir brauchen noch eine dritte Strafe. Wir brauchen noch eine dritte Strafe. Chat? Boah, shit. Der neue Server steht schon bereit. Rocket Miners, ja. Oh, vielen Dank, Rocket Miners. Ihr seid die Besten. Und es tut mir echt leid, dass ich so kacke bin in Minecraft. Ich werde ab jetzt so krass vorsichtig sein. Ich bin so ein Vollidiot. Also dieses Lauf und Sauf würde dann wahrscheinlich dann nur als VOD auf YouTube kommen. Nur, genau. Also, wir gucken mal. Vielleicht, man kann ja den Streamer als 18 deklarieren. Vielleicht könnt ihr dann ja Wasser trinken. Müssen wir mal gucken, wie man das Medizin. Macht. Hustensaft. Wir müssen gucken, wie man das Hustensaft. Wir haben Husten und müssen immer Hustensaft trinken. Das ist erlaubt. Okay, aber so, jetzt brauchen wir noch eine dritte Strafe, okay, Leute. Dritte komm. Strafe. Es geht um die Ende Staffel 2. Es geht darum, die Strafe der Staffel 2. Wir spielen jetzt gleich Minecraft. Wenn einer von uns stirbt, muss eine Strafe erfüllt werden. Wir müssen auf jeden Fall ein 24-Stunden-Event machen, weil Matteo leider jetzt in der ersten Staffel gestorben ist. Jetzt geht es darum, die Strafe zu finden für die zweite Staffel, die wir jetzt gleich anfangen werden. Das heißt, wenn einer von uns dort stirbt, müssen wir entweder einen Lauf und Sauf machen, einen Herr-der-Ringe-Marathon machen, oder jetzt die dritte Strafe, die jetzt Twitch. Die Leute sagen, wir sollen mal einfach hier was Sinnvolles machen, was Gutes, für einen guten Zweck oder so. Ja, wow. Aus gutem Zweck, das ist natürlich auch möglich. Was aber wäre das? Ist das eine Strafe? Ist das keine. Also, das ist ja keine Strafe. Ja, wir wollen eine Strafe haben. Für einen guten Zweck, was wollen wir denn da machen? Wir könnten einen Charity-Stream machen, wo wir dann. Oh, sehr gut. Ja, das ist ziemlich geil eigentlich. Können wir eigentlich machen. Und wo dann Leute halt wir. Donaten können donaten. Und das spenden wir das dann. Das könnten wir aber so oder so eigentlich zu den Sachen machen. Aber bei Lauf und Sauf, weiß nicht, ob so eine gute aber Message ist. Aber das passt ja dann nicht. Nee, wir das müssen wir mal so machen, genau, unabhängig als Strafe. Also genau, diese guten Sachen, so ein Charity-Stream oder so, das überlegen wir uns, das machen wir mal, aber das ist ja nicht eine Strafe. Genau, finde ich auch. Das impliziert hier irgendwas Negatives. Genau, das ist was Negatives. Wir brauchen was Negatives. Also. Also für euch Negatives. Ja, genau. Die Abstimmung Negatives. Können wir auch über Strawpoint machen, sagt einer. Ja, ist okay. Egal, können wir gleich irgendwie. Frauenbekleidung in der Stadt. Oh, das ist ein guter Dings. Die schärfste Currywurst Deutschlands essen. Vom Pubcracker geschrieben. Wo gibt's die? Können wir die bestellen? Übrigens, auf Twitch ist nur sehr exzessiver Alkoholkonsum verboten. Also normaler Alkoholkonsum ist nicht verboten. Okay. Ja, habe ich gerade nachgelesen auf den Twitch-AGBs. Okay, Beine wachsen, das haben wir ja schon. Beine wachsen. Lauf und Sau. Nee, das ist alles Dings. Haare blondieren. Aber beide blonde Haare. Das wäre echt witzig. Nein. Nein. Wir würden. Oder wollen wir die beiden einfach jetzt auf. Jetzt einfach machen wir nur zwei, komm. Oder
Hast du schon mal so Insekten gegessen? Ja. Ich auch, fuck. Komm, ihr habt jetzt die beiden, wir haben zwar gesagt drei, aber die beiden sind eigentlich ganz geil. Also entweder ein Herr-der-Ringe-Marathon. Oder Lauf und Sau. Extended Blu-ray, also egal, ihr könnt es nicht gucken, aber Herr der Ringe 1, 2, 3, vielleicht genau. Noch den Hobbit. Man sieht, man sieht uns dann einfach so sitzen und wir... So. Ihr könnt ja parallel mitschauen einfach, an dem ihr bei euch das sonst stimmt, so Audioflick-mäßig. Stimmt, ja. Ihr könnt mitschauen und dann reden wir über den Film. Ich habe den noch nie gesehen, dann erleben wir das zum ersten Mal. Besser. Und jedes Mal, wenn das Wort Ring gesagt wird, muss ich die Liegestütze machen als Strafe, weil ich so dumm gestorben bin. Genau, wir können aber dann alles machen wir so. Also wir können genau. Pizza bestellen und ja, alles. Ja, klar, wir chillen dann mit euch und schauen Herr der Ringe zu yes, komplett, genau. Marathon. Oder... Am Wochenende wahrscheinlich. Genau, oder Lauf und Sauf. Gino und ich spielen Super Mario, ein Jump'n'Run, was ich noch nie gespielt habe. Oder irgendein habe. Jump'n'Run, was du noch nicht... Ja, genau, oder irgendein Jump'n'Run, was ich noch nie gespielt habe. Und wir müssen dabei, jedes Mal, wenn wir sterben... Wasser trinken. Sorry. Etwas trinken. Und es könnte, also... Es muss nicht, vielleicht machen wir es mit Soft-Alkohol, mit Bier, ja, weil Schnaps irgendein geht nicht. Alkohol. Wir müssen Shot und genau, und trinken. zur Not, wenn wir es unbedingt streamen wollen, aber es nicht mit Alkohol geht, dann trinken wir Milch. Ja, weil dann, ich habe gerade nämlich, ich auch nicht. Nehmt doch Lebertran oder sowas. Was? Boah, ist. Was? Lebertran ist mega. Ich habe Lebertran-Tabletten, nehme ich immer. Alter, da ist Vitamin D drin, das ist gut. Und K2 vor allen Dingen. Ah. Oh, Lebertran ja. Trinken ist schon okay. Aber also Lauf und Sauf bedeutet lieber saufen. Ein ekelhaftes, lieber ein, entweder saufen. Alkohol oder irgendwas ekelhaftes ja, trinken. Alkohol. Ja, okay. So, das sind die beiden Möglichkeiten. Ich werde den Tweet jetzt fertig machen. Ich bin in die schärfste Currywurst kommt aus Hamburg. Ja, komm, mach nochmal den dritten, die schärfste, okay, Die schärfste Currywurst der Welt. Essen. Das ist ja fast nur gefährlicher als Alkohol trinken. Ist ja, es wirklich, glaube ich. Glaube ich auch. Vor allem zweimal. Wurst. Currywurst zusammenschreiben. Richtig. Okay, jetzt haben wir die drei Strafen. Wir machen, ich würde sagen, jetzt gibt es gleich ein. Ja, machen wir das noch über Strawpoll oder nicht? Auf jeden Fall mindestens über @mentalmimicry. Genau, auf so Twitter könnt hier. Ihr gleich abstimmen. So, dann werden wir den Link gleich in den Chat spammen. Ihr werdet hoffentlich fleißig voten. Wir werden gleich nochmal in die Pause okay. gehen. Und dann nach der Pause. Wechseln wir in die zweite Staffel Klotz und Kante. Genau. Ganz kurze Pause, nur 2 Minuten. Währenddessen könnt ihr schon mal auf Social Media gucken. Ich werde den Link in den Chat posten. Adresse des Links kopieren, wird jetzt reingemacht. Und dann sehen wir uns nach der kurzen Pause wieder. Ihr könnt schon mal voten und am Ende schauen wir uns an, was es geworden ist. Bis gleich. Bis gleich.